Kann man den einfach behalten und einen anderen Handschuh suchen? Nee, können wir scheinbar nicht. Sarah sent all these letters, James never gave them to Rachel. An meine It's messed Rachel. up. Mein Name ist Sarah und ich bin deine die leibliche Mutter. Das Erste, was du über mich wissen solltest, ist, dass dich aufzugeben der schlimmste Fehler war, den ich hier beging. Ich kämpfte zu der Zeit mit etwas und tue es immer noch. Der Kampf hat mir alles genommen, auch was am allerwichtigsten ist, dich. Doch jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich ein Teil des Lebens sein kann. Das ist mehr, als mir zusteht. Das weiß ich. Doch wenn du möchtest, würde ich es gerne versuchen. Bitte lass dir Zeit und wenn du Fragen haben solltest oder mir etwas mitteilen möchtest, würde es mir die Welt bedeuten, von dir zu hören. Ich liebe dich sehr und hoffe, dich bald zu treffen. Liebe Sarah. Liebste Rachel, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich dir erneut schreibe. Ich habe noch nichts von dir gehört. Und das ist kein Problem, wirklich. Es ist nur, ich habe das Gefühl, dass ich so viel aufzuholen habe. Verstehst du? Ich erinnere mich nicht an viel von meinem Leben. Es ist ein Symptom meiner Entscheidungen. So vieles ging verloren. Außer dir. Ich erinnere mich an alles, was dich betrifft. Das Krausen deiner Nase. Was? Die Tiefe in deinen Augen, das wissende Lächeln, das mich denken ließ, du hättest alles schon mal gesehen. Ich kann es mir jederzeit im Vorauge rufen, so klar wie der helle Tag. Ich hatte solch Angst, dass ich dir eine schreckliche Mutter sein würde, dass ich dich verkorksen würde, wie ich mein eigenes Leben verkorkst habe. Jetzt weiß ich natürlich, dass meine Angst fehlgeleitet war. Viel schlimmer als eine schlechte Mutter zu sein, ist es nie zu wissen, was für eine Mutter ich gewesen wäre. Es tut mir leid. Falls du den Mut hast, in dir hast, mir zu vergeben, können wir vielleicht von vorne anfangen. Ich will es mit all meiner Macht, liebe Sarah. Wunderschöne Rachel. Ich habe mal gelesen, vielleicht war es in einem Glückskeks, dass man nie zweimal denselben Fluss treten kann. Vielleicht, weil er sich bewegt, ist es nicht mehr derselbe Fluss. Es ist etwas Neues. Glaubst du, das ist wahr? Versuch mir vorzustellen, wie du diese Briefe liest. Frage mich, wie du re reagierst, wie ich dir vorkomme. Diese geheimnisvolle Mutter, ich mache dir keinen Vorwurf, dass du mir nicht antwortest. Kann sie ja nicht. Du wirst mir schreiben, wenn du bereit bist. Ich nehme an, dein Vater ist immer noch skeptisch. Das ist okay. James will dich beschützen. Ich würde dasselbe tun. Aber er ist auch ein liebenswerter und mitfühlender Mensch. Es war wirklich das Problem. Ich war nicht für ihn und das Leben, das er dir bieten wollte, geschaffen. Ich wusste es schon damals, auch als es ihm noch nicht klar war. Ich weiß, wir können nie diese Beziehung haben, die wir hätten haben sollen. Aber ich hoffe, dass wir gemeinsam etwas Neues haben können. Ich hoffe es so sehr, liebe Sarah. Sarah in this letter doesn't seem anything at all like the person James told us about last night. James, ich verstehe deinen Widerwillen, mich mit Rachel reden zu lassen, aber glaubst du nicht, Entscheidungen sollte bei ihr liegen? Alles, was ich das letzte Jahr über getan habe, diente dazu, dir zu beweisen, dass ich bereit bin, ein Teil von Rachels Leben zu sein. Ich habe den Entzug geschafft und erhole mich. Ich brauche kein Geld oder Beistand mehr. Ich weiß, ich kann ein positiver Einfluss für sie sein. Ich komme nach Arcadia Bay in der Hoffnung, dass wir uns wenigstens treffen können und darüber zu reden und damit du siehst, wie sehr ich mich verändert habe. Falls du noch irgendwas für mich fühlst, wirst du mir die Gelegenheit geben,
mich dir und hoffentlich auch Rachel zu beweisen. Du warst einst die Liebe meines Lebens. Bitte nimm mir das nicht weg. Kostermann und Schapiro Familienrecht. Reunterlassungsaufforderung. Sehr geehrter Mr. Amber, ich repräsentiere Sarah Gerhardt, gesetzmäßige Mutter von Rachel Amber und Antragstellerin auf geteiltes Sorgerecht für Rachel Amber, ihre gesetzmäßige Tochter. Bitte beachten Sie, dass die Gesetze von Oregon es erforderlich machen, dass rechtliche Formen der Minderjährige auf alle und jegliche gesetzmäßige Anträge Eltern zur Wiederaufnahme des Kontakts mit ihren Eltern in Treue und Glauben reagieren müssen. Im Namen meiner Klientin fordere ich Sie hiermit auf, die ungesetzmäßige Veränderung des Kontaktes zwischen Sarah Gerhardt und Rachel Amber zu unterlassen. Hiermit wurde ihm mitgeteilt, dass eine fortwährende Verweigerung der Klage Einreichung gemäß dem Familiengesetz von Oregon Satzung 42.4b Tillamook Countrys Sozialdienst rekrutieren wird. Dieser Brief stellt Ihre letzte Warnung in dieser Angelegenheit dar. Mit freundlichen Grüßen, Kevin G. Shapiro LLC. Es ist doch ein Staatsanwalt, der müsste der kennt doch die Rechtslage, der müsste doch, ist doch wissen, was ihm blüht. Like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story last night. Ungültig. James Amber, 2420 Blackfields RD, okay, der bei UR. 503555-0126, Datum 25.04.2010, Zahlbar an Sarah Gerhardt, Betrag $3.000, $3.00 zu $100. Ocean View Genossenschaftsbank, Arcadia Bay UR, Notiz, keine Unterschrift, James Amber. Holy shit. Na, dann verbrennen wir mal einen Handschuh. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Jetzt sollte man einen anderen Handschuh verbrennen, sondern irgendwie einen anderen schwarzen Handschuh suchen. Ich weiß nicht, ob wir hier Beweise verbrennen sollten. Ist doch scheiße. Ich mach wenigstens Foto. Jetzt davon. Uff. Better not touch that again. Das Feuer ausschlagen und also, da du schon Beweise zerstörst, kannst du mir auch sagen, welcher von meinen Leuten der Spitze ist. Wir wären doch jetzt nicht, hoffentlich nicht für ihn. Wo ist die kleine Spielchen mehr? Sorry, Chef, aber du wirst tun, was ich dir sage. Sag mir, wer er ist. Oder willst du dich lieber selbst um dein Problem kümmern? Damn. I hope James has something here. Wir werden ihm doch jetzt nicht in die Karten spielen. Meine Fresse. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. Und einen anderen. I should search around the office to see if there's any info. Und einen anderen Handschuh verbrennen war nicht die Option. Die Beweise nicht zu verrunzen. Mann. Ja. Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering charge.
Polizeibehörde Arcadia Bay verdächtigen Profil. Name des Verdächtigen Frank Francis Bauhaus. Bekannter Alternativname Frank Frankie Frankie Bay. Autsch. Geburtsdatum 31.08.1981. Arcadia Bay UR. Größe 1,85. Gewicht 86 Kilo. Narben-Tattoos unbekannt. Ethnische Zugehörigkeit kaukasisch, Details inhaftiert von der Polizeibehörde Arcadia Bay 23.05.2006 bis 25.05.2006, Verdacht auf Drogenhandel und Herumlungern. Anklagepunkt wegen Drogenhandel und Drogenhandel fallen gelassen aufgrund mangelnder Beweise. I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Staatsgericht Oregon, Staat Oregon, Kläger versus Name Gerald Scott, Angeklagter, Fallnummer 128408, Vereinbarung, Rechtsverzichtserklärung. Ich, der Angeklagte, plädiere wie folgt: Anklage illegaler Verkauf gestohlener Ware schuldig. Ich verstehe meine Rechte und gebe diese aus freiem Willen auf. Oha, schwierig. In Zeilen GS. Ich verstehe, dass der Richter nicht an diese Vereinbarung gebunden ist. In Zeilen GS. Ich erkläre mich bereit, dem Gericht in zukünftigen Fällen in Verbindung zu meinem eigenen Vorhaben Hilfe zu leisten. ZNGS. Der Schrift des Angeklagten Gerald Scott. Datum 17.03.2010. Ja, das ist definitiv ein Spitzel. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Polizeibehörde Arcadia Bay, Abteilung für Bewährungshilfe, Bewährungshilfe und Waffenflucht. Datum 30.04.2010. Bedingt entlassener Sheldon Pike. Pike, den Namen kenne ich aus dem Let's Play, das ich bei Kong geschoben gesehen habe. Spoiler für Teil 3 war das. Two Colors. Kann das? Ich meine, die eine haben wir ja schon gesehen, die Beth. Falls ja, führen Sie bitte Datum und Anklage an. Anstellung gleich geblieben. Kreuzt verifizierte Einkommen im letzten Monat 1775, das ist nicht viel. Unternehmen ACFC, Stellung Schichtleiter. Kommentare des Beamten, sehr kooperativ, kein Termin verpasst. Unterschrift des Beamten und Rutherford. Unterschrift der bedingt entlassenen Sheldon Pike. Kann das sein? Okay. Jetzt haben wir ein paar Namen, aber ich weiß immer noch nicht, ob wir die ihm geben sollten. Nochmal gucken. Gehen können wir noch nicht. Die haben wir geguckt. Man, this guy's the snitch. He was so cool to me at the mill. Wonder if there's someone else I could pin it on instead. Polizeibehörde Arcadia bei verdächtigen Profil. Name des verdächtigen Rodney Sears. Bekannter Alternativname Tanda. Geburtsdatum 19.02.1975. Paolo Alto CIA. Größe 1,97. Gewicht 109 Kilo. Narben, Tattoos, seit linke Oberarm. Wenn der Donner dich nicht erwischt, dann der Blitz.
ethnische Zugehörigkeit amerikanisch, samoanisch. Details inhaftiert von der Polizeibehörde Arcadia bei Verdacht auf Drogenhandel. Freigelassen nach Befragung durch Wachtmeister Ronnie Gates. Wird als äußerst kooperativ Informationsquelle bezüglich örtlicher krimineller Aktivitäten beschrieben. Okay. Haben wir jetzt genügend oder? Hope James doesn't really get Damon off the hook. That dude's gotta pay. Ich weiß sowieso nicht, was wir hier machen. Warum? Sarah sent all these letters. Warum helfen wir dem überhaupt? I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Arcadia Bay's least wanted. Haben wir noch irgendwas übersehen, was wir jetzt hier? Wollen wir ihm jetzt schreiben? Oder? Was tun wir jetzt? Nicht rausgehen. Okay. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. Ja, auf jeden Fall. Von der Messer Griffos, von Frank, von Zander. I totally knew this guy was a criminal when I stole from him. Frank ist es ja wohl nicht. Guess this explains why Mr. Amber knows so much about Frank. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? This guy let me into the mill. Cool dude. Also ich hab den meisten Verdacht hier auf. Guess I'm lucky James keeps so much info at home. I agree to aid the courts in future cases. That could be seen as a little snitchy. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? Das ist Pike. Ah, also nicht der Polizist. Sorry für den Spoiler. I totally knew this guy was a criminal when I stole from him. Ah, das war der die T-Shirts verkauft hat. Wenn ich den falschen. Ich würde ihn. Gerrit ist derjenige, den du suchst. Denn du hast keine Ahnung, wovon du redest. Okay. Wie sollst du ihn nach dem Deal fragen? Vielleicht sollst du ihn nach dem Deal fragen, den er eingeheimst hat, wie er das vorangestellt hat. Scheiße, ich hätte es nie gedacht. Gerald würde sich wünschen, wir wären uns nie begegnet. Gut gemacht. Dann bleibt nur noch die Übergabe. Zeig mir, dass du ein Geld hast und wir treffen. Und ich sag dir, wir uns treffen.
payment? Fuck. Wie viel? Den exakten Betrag, den deine Bullen mir gestohlen haben. Na toll. Here's hoping James already has Damon's money. Dann liefern wir hoffentlich den Staatsanwalt ans Messer. Das Geld. Okay, das müssen wir hier drin wohl noch finden. Hope James doesn't really get Damon off the hook. That dude's gotta pay. Wo könnte der Geld versteckt haben? Sägemehl. I wonder if this has anything to do with Damon's stash. Oha. Dass wir ihm jetzt so helfen, nachdem er Rage angegriffen hat und Ding ins Bein gebrochen hat. That must be thousands of dollars. No, muss ja mal behalten. Okay, gut gemacht. Und hier ist dein Mädel bereit zum Abgang. Fuck, that's Sarah. And she's at the mill. What is he doing to her? Nimm mir das Paket und wir können den Job beenden. Ach du Scheiße. Da wägst du in der Zwischenzeit nichts. Dir ist das alles echt neu, beeil dich besser. Swipe fängt an, mir auf die Nerven zu gehen. Der will die wirklich ausschalten. Does James even know what he's doing? Okay. Die wirklich ausschalten. I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything. Können wir vielleicht? Yeah. Fuck. I need to get there fast. Chloe? Ah, shit. Elliot? Achso, hey. Ich dachte schon. Elliot? Wir sollten schnell mal die Bullen rufen und mal hier, dass das die Beweise auf den Tisch legen. This is Rachel's house, right? Werden wir loslaufen. Did he really just follow me here? Did you follow me from the hospital? I did. Der Creep. I'm worried about you. I'm fine. You're the one acting crazy. You shouldn't be here. Chloe, what is... Ach du Scheiße. Elliot, put that down. You have no idea what you're dealing with. And you do? Chloe, God, what have you gotten yourself into? You wouldn't understand. Give me a chance. What the hell are you doing? Was machst du hier? Honestly, Elliot, you can judge me all you want, but it's pretty fucked up that you're here right now, and I don't have time for this. When? What? When will you have time? For me? You have all the time in the world for Rachel. Ugh. I'm sick of you not seeing who Rachel really is. When will you realize what she's doing to you? Elliot, just take a step back. No! You need to listen to me. What has your relationship with her gotten you? Es geht dich einen Scheiß an. You don't know what you're talking about. First night you hang out. What happens? Es you geht end dich up Scheiß an. Fight. Verpiss dich. Es geht dich einen Dreck an. Option C. Es geht dich einen Scheiß an. I can see why you think that. But it wasn't her fault. It's never her fault. That's the point. Stop suggesting that she's somehow
bad the for- next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. And you get suspended. I took the fall because I wanted to. Rachel tried to protect me. Yet somehow, it all worked out for her in the end, as usual. You don't understand. You weren't there. Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? Look, I'm sorry I ditched you for the play, but... This isn't about that. Seriously, man. You need to shut the fuck up before... I've been quiet long enough. Look, Rachel is an amazing actress. And I don't mean on stage. She's fake. Wir werden hier noch vom Vater erwischt. Während wir hier mit dem quatschen. Und verpassen den Deal. I hate to see her manipulate you like this. Elliot. I promise. No one is manipulating me. No? Just look where you are now. A high school dropout. Hanging out with criminals and breaking into houses. It's crazy. It just as easily could have been you in that hospital today. Ja, was ist das nicht? Das ist der springende Punkt. Burn in the midnight oil again. Tell